liebe Freunde, liebe Gäste, wenn wir nicht handeln, das muss man sich leisten können. Und da ist unsere Auffassung, das können wir uns gegenüber den künftigen Generationen nicht leisten. Auf gar keinen Fall. Wir tragen als Politikerinnen und Politiker Verantwortung. Und was Oliver und ich bei unseren Besuchen in der Eifel erlebt haben, das finde ich, sollten wir hier auch ansprechen. Unglaublich viel Solidarität. Solidarität, Mut und wahnsinnige Zuversicht. Ich war wirklich berührt. Ich lebe in Bielefeld, da gab es keine Flut. Als wir da wegfuhren, habe ich gedacht, wo nehmen Menschen diese Kraft her, jetzt auf die Zukunft zu bauen. Und ich glaube, das war einfach dieses Solidaritätsgefühl und die Sicherheit, dass, wenn es ernst wird, Menschen zusammenstehen. Und das spüren wir an so vielen Stellen im Land, wenn es darum geht, für unsere vielfältige, für unsere tolerante, für unsere weltoffene Gesellschaft einzustehen. Und auch das ist Bündnis 90 Die Grünen, liebe Freunde. Wir müssen das verständiger für das aufbauen, wir müssen eine andere Landwirtschaft machen, wir müssen der Natur und den Flüssen mehr Raum geben. Und auch darum geht es am 26. geht es am Sonntag, dass da endlich eine andere Politik nicht nur für Klimaschutz, sondern auch für Klimavorsorge gemacht wird, die Folgen dieser Klimakrise dann endlich auch einpreist. Und das ist keine Selbstverständlichkeit in diesem Land, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Oliver, du hast das angesprochen. Das ist ein Mann, der hat sich ganz schön Zeit gelassen, hier hinzukommen. Irgendwas zwischen 12.000 und 14.000 Kilometern Wegstrecke, Tourstrecke durch die Republik auf sich genommen, um genau das zu erleben, was Sie jetzt machen. Mit einem wirklich atemberaubenden Applaus. Robert Habeck, dem Bundesvorsitzenden der Grünen, und den Mann, dem politische bessere Hälfte von Annalena Baerbock, auf die Bühne hochzuklatschen. Robert, wir freuen uns auf deine Rede. Die Bühne gehört dir. Vielen Dank, ihr seid echt viele, für die, die hier vorne stehen, da hinten steht auch echt deutlich viel mehr, es ist echt überwältigend, zumal für die Grünen, wir sind ja noch nicht so lange dabei und ich glaube, die meisten, die ein bisschen länger dabei sind, die können sich daran erinnern, dass wir schon immer stolz wie Bolle waren, wenn Bundestagswahlkampfveranstaltungen auf den Höhepunkt zuliefen und wir waren, keine Ahnung, 30, 40 Leute und wir wussten, dass die Hälfte davon sowieso zwangsverpflichtet war, weil die selber kandidiert haben. Das ist echt überwältigend, vielen Dank Düsseldorf, dass ihr das möglich macht. Und für uns nochmal eine große Energie. So, jetzt ist es bald soweit. Und am Sonntag wird ein neues Kapitel in der Geschichte dieses Landes geschrieben. Am Sonntag schreiben auch wir Geschichte. Wovon wird diese Geschichte handeln? Von Antworten, von Verantwortung und von Freiheit. Und jetzt, wo wir einbiegen auf die Zielgerade, lasst ihr mich noch ganz kurz einmal zusammenfassen und der Politik, die am Sonntag abgewählt wird. Fangen wir an mit dem, was die Regierung Peter Hasselmann, hat es eben gerade gesagt, eigentlich hätte tun müssen. Antworten auf ihre eigenen Beschlüsse zu geben. Und erläutern wir noch einmal, was genau untersagt und unterblieben ist. Britta hat es angesprochen, das Bundesverfassungsgericht, das höchste deutsche Gericht, hat vor ein paar Wochen, jetzt ist es zwei, drei Monate her, der Bundesregierung ins Stammbuch geschrieben, die Klimaschutzziele für Deutschland zu ändern. Sie haben gesagt, hier, ihr Luschen, das, was ihr vorgenommen habt, reicht hinten und vorne nicht, um die Verpflichtung, die Deutschland international eingegangen ist, das Klimaschutzabkommen einzuhalten, um das umzusetzen. Das haben jetzt die Bundesregierung gemacht, Union geführt und SPD. Nochmal wichtig zu ändern, noch nur Union und SPD.
Sie haben jetzt in das Gesetz geschrieben, und das ist Gesetzesgrundlage in Deutschland, dass Deutschland seine CO2-Emissionen bis zum Jahr 2040 um 88%, also knapp 90% reduzieren muss. Diese Wahl ist eine Richtungswahl. Ja, diese Wahl ist eine Klimawahl, und wir können uns ein Abwarten nicht länger leisten. Dann wird es unbezahlbar. Dann kriegen wir diese Klimakrise nicht in den Griff.